Gut, sorry, wir waren jetzt letztes Mal irgendwie woanders. Wir waren in dem Schiff drin, aber das ist alles so buggy momentan und ich habe voll wenig Frames. What the fuck? Ja, mach zu. Mach zu. Hallo, was ist denn los? Wollt ihr mich verarschen? Alter, das ist doch alles buggy heute. Also, ja. Ich habe hier noch irgendwo eine Quest. Hier, was willst du denn? Sprech mit Erzhypi Nara im Sturm. Die muss ich nochmal abbrechen. Annehmen. Nee, spawnt nicht neu. Ja, keine Ahnung, wieso das so buggy ist in letzter Zeit. Aber ich habe echt keinen Plan. Komisch. Kratzen. Gucken wir unsere Second Skillung an, da ist ja auch ein bisschen was wieder und so, ne? Die würde ich auch gerne mal wieder spielen. Die macht nämlich auch Spaß. Meucheln geskillt macht auch eine Menge Laune. Verursacht den Schaden von Giften um 46%. Wow. Das ist ein zusätzlicher Angriff. Erhöht den verursachten Schaden eurer Finishing Moves sowie Effektivität eurer Fähigkeit zu häckseln. Das ist ja richtig nice. Gerade für PvP konnte ich mir das voll interessant vorstellen. Wenn ein Finishing Move extra reinhaut und du längeres zu häckseln hast, ist das schon sehr gut, würde ich mal sagen. Hier unsere Kampfskillung. Ein bisschen was aus dem PvP, ein bisschen was aus dem PvE. Ein bisschen was zum Leveln mitgeskillt. Oh. Ist doch eigentlich ganz nett. Wo bleibt denn das Kackschiff jetzt, ey? Das kann doch nicht einmal... Das kann doch nicht sein, dass ich immer, wenn ich aufnehmen will, die Kackquest nicht hinbekomme. Leute. LP bloß nicht in Wasch hier, ey. Bloß nicht. Bloß nicht. Genau, 1000 Erfolgspunkte. Wie witzig. Lustiglich. Yeah, das ist mein Erfolg. Hab ich den Koch hinbekommen. Cool. Und sofort rein, ey. Damit ich den bloß nicht normal machen muss, den Scheiß hier. So, Allianzballon. Für alle, die nicht wissen, wo es den gibt. Pech. Guck den Part 1. Den habe ich nämlich im Part 1 dieses LPs geholt. Ach ja, hier geht's lang. Und dann sind die NPCs jetzt wieder da. Vorhin waren die nicht da irgendwie. War's buggy? Autsch. Hier haben wir den Captain. Oh, es ist so schön hier. Ich liebe dieses U-Boot. Das ist so geil. Allein dafür lohnt es sich hier zu questen. Ich meine, allein geil U-Boot. Geil, U-Boot ist geil. Wieso hast du nichts zu tun, Dennis? Mann, Idiot. Ey, Frank. Du siehst aus wie Dennis. Dennis? Frank. Aber Frank hat mehr Leben. Und das ist ein Level über Frank. Über Dennis. Ah, der sieht anders aus. Oh mein Gott. Kann man hier runterfallen? Nein. Hier ist dieses das Klo wahrscheinlich. Wir brauchen 1-4er durch, 1-8 ist zu langsam. Hau ich noch mehr Damage raus. Schauen wir ein paar unserer blauen Items an. Ja, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen müde. Aber ich nehme gerne auf und dann mache ich das halt auch. Wir sind jetzt schon gleich bei 5 Minuten. 15 mache ich heute. Wir nähern uns der Höhle, Captain. Bring uns langsam heran, Nummer 2. Jetzt kommen wir in ein neues Questgebiet von Vashir. Wir sind jetzt gleich da übrigens. Nun können wir da ein paar schöne Sachen machen. Oh, da ist der Penner von letztens. Langsam, Nummer 2. Die Bestie von, die uns aus vom Schiff runtergehauen hat. Feuer, einen ordentlichen Schuss. Boom, boom, boom.
Oh mein Gott. Oh, du Mops. Tine Wittler, verzieh ich. Oh nein, Pissbecken. Raus. Oh Gott. So, was ist das? Was ist das? Wir sind da, glaube ich. Weil ich sehe oben eine Quest. Wir können hier, dann denke ich mal, rausgehen und dann abgeben. Ich weiß, dass es hier eine Menge nervige Quests gibt, wo wir sehr viel hin und her schwimmen müssen, aber hey. So, Wayne. So sind wir schneller, also zack. Nein, ich wollte doch selber rausgehen. Oh Mann, unfair. So, wir geben mal Captain Doodly Doodly ab. Und guck mal, wie viel 34.000 EP geben. So viel. Blub. Sprinten. Oh, yes, das ist die Quest, von der ich Angst hatte. Da müssen wir wieder zusammenmischen. Die ist ganz nett, die habe ich mit Paruso eine ähnliche gemacht, aber... Braucht ihr etwas? Nee. Nee. Den verkaufen wir, ich will eine Warfare farmen. Deshalb kann ich den Scheiß auch wegschmeißen. Wir haben keine andere Quest, also haben wir keine Alternative. Doch, haben wir. Und zwar droppt eine Quest von Hortlern. Oder auch von Allianzen an, wie man will. Die man einfach umnutzen muss. Und zwar genau hier. Wir müssen jetzt hoch, raus aus der Höhle. Und dann einmal so drehen und hoch. Jetzt müssen wir 12 Viecher umnutzen und nebenbei noch ein paar Hortler. Weil dann bekommen wir noch eine Bonus-Quest dazu. Das sind die, die wir umklatschen müssen, zum Teil. Nicht sonderlich schwierig, aber man merkt, die haben schon ein bisschen mehr Leben. Oh, Kacke. So. Bloß nicht Kirschnern. Ihr müsst erstmal das Ding, das Öl entfernen. Dann könnt ihr sie immer noch Kirschnern. Vergesst das bitte nicht, weil ich habe das mal 20 Mal oder so gemacht, bis ich dann erst gecheckt habe. Ich muss die ja... Ach ja. Tja, deshalb würde ich euch das empfehlen. Ich habe den gekickt, ich schwör's. Blöder Penner. Nein, es sind nicht nur diese Haie, die übrigens sehr ziemlich merkwürdig aussehen. Ich kann euch das mal eben zeigen. Die erinnern mich an irgendeinen Charakter aus Simpsons. Ich weiß jetzt aber nicht welchen. Nein, nicht mit Rechtsklick, sondern... Ach, Kacke. Das kann doch nicht sein. Jetzt greif an, du Hoden. Was zum... Pfui, Deil. Nein, bloß nicht Kirschen. Gott. Ja, man vergisst es so schnell. Deshalb würde ich da aufpassen. Da ist eine coole, große Leiche. Ein Skelett und so. Wisst ihr, was komisch ist? Viecher unter Wasser haben nicht so ein Skelett. Zumindest nicht so ein dickes. Deswegen ist das auch total unlogisch. Ich meine, gut, wir sind hier in einer ganz anderen Welt. Aber wäre das die normale Welt, dann wäre das unlogisch. Das ist so hübsch, ey. Das ist richtig geil. Als ich das erste Mal hier war. Und lacht mich ruhig aus. Ich habe es meiner Mom gezeigt mit diesen Quallen. Die hat fast geweint. Und nein, die spielt kein WoW, wenn ihr das wissen wollt. Aber die fand das echt cool. Ich habe damals mit der zusammen Terranigma gespielt. Da war ich 6 oder 7. Das war voll cool. Da hat sie den Führerschein gemacht und ich wollte mal, dass sie Terranigma mit mir spielt. Das war cool. Das waren noch die Zeiten, wo man noch gar nichts vom Leben wusste und so, von wegen Arbeit und so. Ich dachte damals sogar, dass man sogar rauchen muss, wenn man groß wird. Ach ja, Dab war schon ignorant damals. Naja, Wayne, genug gefaselt. Lasst uns die Quest schnell beenden, dann kann ich auch nämlich noch ein bisschen was anderes machen, außer aufnehmen. Nicht, dass mir das nicht gefällt oder irgendwie so eine Kacke. Denkt euch da bloß nicht. Die Fähigkeit könnte ich gleich mal ausprobieren. Bildet euch da bloß nichts ein, aber ganz ehrlich. Zizo regt mich ein bisschen auf. Zumindest in Washi in letzter Zeit. So, wir merken, die sind um die 10 Gold wert, also bald wir es. Und jetzt, bam, umnatzen. Putz, oh mein Gott. Wird so geohnt, scheiße. Boah, umsonst gezündet, egal. Down ist down.
Da sind die, die wir umlassen müssen, der Ork da. Stealth auf dem Boden ist schneller. Ist auch noch Cooldown. Eine Minute hat das nur Cooldown, ich dachte immer voll lang. Machen wir das an. Oh, das ist ein richtig starkes Gift. Damals hatte ich mit Rover sogar Probleme. Aber das hat gerade... Ach, kacke. Seht ihr? Getötet und eine Quest ist gebrockt. Also merk it. Wir müssen einfach noch mehr von denen umflappen. Aber ich möchte erstmal die Ölquest fertig machen, weil ich bin halt so ein... So einer, der das halt so macht, ja. Also Schnauze. Ein bisschen buggy, aber Wayne. Na gut, irgendwie nicht Wayne. Manu, ich will doch noch ein bisschen aufnehmen hier. Ich habe keine Zeit mehr. Bewegt euch. Wo seid ihr, Mobs? Beim V drücken, bis was aufleuchtet. So, müssen wir es machen. Hier dürften noch Hyatt chillen. Das sind aber die Falschen. Das sind die Netten. Wir brauchen die Gemeinen. Fiesen. Da sind Fieser. Ey, was meine Mutter hat das? Mach dich kaputt, Junge. Ja, greif nicht an, so. Kein Ding. Ey, das ist echt behindert unter Wasser. Ja, charge mich an, kein Ding. Die dürften ruhig mal Epics droppen. So, jetzt noch ein böser Hai. Den können wir noch eben mitnehmen. Auf zu sabbeln. Macht Damage. Oh oh. Nein, warum? Ja, vergiftete Harpune. Die ist kacke, aber dagegen kann man nichts tun. Übrigens könnt ihr auch einigermaßen gut farmen, für alle, die keine Ahnung haben. Schildkröten Riesenzunge ist um die 3 Gold 20 wert, das sind 60G pro Stack. Zudem könnt ihr den Scheiß noch Kirschen an, wenn ihr euch nicht unbedingt so lange Zeit lasst wie ich. Ja. Also, schnell weghauen, das Ding. Woppa. Wupp. Ich weiß schon ganz genau, wie ich diesen Part nenne, ey. Behindert. Nicht, dass ich behindert bin, aber... Ach, ich mich doch. Ihr seid gemein. So. Jetzt haben wir die Bösen auch. Jetzt brauchen wir noch die Schildis. Nee, das wird nichts mehr. Bräuchte noch drei. Jetzt habe ich hier eine und noch zwei Minuten. Nee, das wird doch niemals was. Never ever. Forever ever. Sorry, Miss Jackson. Stirb, du Huren, du Arsch, du Knecht, oh lol. Ich mag deine Mamas Titten voll. Nuts. Nuts, 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 crit, 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 boom. Das wäre Nummer 2. Scheiß jetzt mal aufs Looten, der droppt eh nur Müll. Mein Hauch von Tüll. Wohl, er gehört in den Müll. Schild. Schild! Kröte. Ach, das ist keine Schildkröte. Manu, ich will doch nicht für einen Part jetzt noch... Ich verschiebel dich. Na schön, mir bleibt keine andere Wahl. Ich mache jetzt hier den Part zu. Und dann machen wir nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Euer Dab. Bis dann. Tschüss.